So, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade die Aufgabe gemacht mit den Sprungflächen von dem epischen Ablauf her. Ich hatte ja vorher alle Aufgaben gemacht mit dem Dua-Bürger und hast du nicht gesehen. Und ich hatte ja gestern schon euch gesagt, dass wir jetzt auch Killerküken Kükstrem herstellen, sag ich schon, erhalten können in dieser Woche. Und ich habe den Skin jetzt erhalten. Was bekommen wir alles? Wir bekommen einmal den Skill Killerküken. Ist echt ein nicer Skin. Mal gucken, wie er gleich in-game aussieht. Dann bekommen wir noch das passende Rückenaccessoire und noch den Kleiter. Also lohnt sich auf jeden Fall, alle epischen Aufgaben zu machen. Ich würde sagen, wir rüsten auch mal direkt alles aus. Gehen ganz schnell in eine Runde rein, nur damit wir den Skin halt auch mal in-game sehen und den Kleider. Und dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln. Ihr seht es noch, warte mal, was muss ich noch machen? Ah, wir müssen auf jeden Fall noch Truhen öffnen, das ist auch so bescheuert, gell? Ihr öffnet Truhen bei des Bayer oder Wächtertürmen. Was ist das für eine Aufgabe? Vielleicht verstehen einige jetzt, warum ich damals wirklich aufgehört habe, mit den Aufgaben hochzuladen. Aber es macht halt einfach doch Spaß. Es ist wirklich so. Es macht einfach Spaß, weil man immer noch sieht, einige haben immer noch Fragen und hast du nicht gesehen. Also, da ist er ja schon. Und ihr seht schon, die Pickaxe habe ich auch schon. Denn einige von euch haben mir schon in die Kommentare geschrieben, dass sie die Pickaxe noch nicht erhalten haben. Aber da sage ich halt ganz einfach, spielt wirklich diese Map, die ich auch in dem Video erklärt habe. Gebt einfach den Code ein bei Inselcode. Geht da rein, spielt den Death Run ein bisschen und dann werdet ihr das Ganze natürlich auch ganz easy schaffen. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken bei euch. So, dann probieren wir mal gerade den Kleider aus. Mal gucken, wie der so ist. Ah, das ist auf jeden Fall nice. Ah doch, die Kombi ist wirklich geil. Also ich muss sagen, es ist gefühlt wirklich der beste Battle Pass, den wir bisher hatten. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was ihr bekommt, wenn ihr alle epischen Aufgaben gemacht habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.